Von Frankenfels zur Taschelgrabenrotte. Nach der Brücke gerade weiter und erst im Ort abbiegen. Entlang des Rettenbaches. Gerade in den Trail Falkensteinrotte. Abzweigung vom Güterweg Rohrbach.
Auf den Eibeck. Markiert die Abzweigung in den Karrenweg auf den Eibeck. Single Eibeck. Aussichtspunkt auf den Eibeck. Abfahrt geschert mit Wanderern.
Nach rechts der Abstecher zur Nixhöhle. Links zur Höhle abfahren. Raddepot an der WC-Anlage vor der Nixhöhle. Zur Laubenbachmühle. Zuerst links die Wiese am Waldrand hoch. Beim Wegweiser entweder den Pfad durch den Wald nehmen oder weiter die Wiese am Waldrand fahren. Der Höllgraben mit dem Höllbach.
Das Farngruberkreuz. Und gleich danach ein Rastplatz beim Martel. Der Frankenfelsberg. Markierte Abzweigung in die Wolfsleitenstrecke.
Zum Schluss über die Straße nach Frankenfeld zurück.